dann kann nämlich das Schwert, das habe ich schon weg, das Feuersteinbeil ersetzen wir durch das hier. Emsen. Emsen? Emsen? Ja, genau, Emsen. Hä? Wo ist es denn jetzt hin? Ach ja, wir können ja schon den Webstuhl bauen jetzt theoretisch für die Fasern. Damit wir den Recurve-Bogen machen könnten. Richtig! Der ist richtig gut. Also. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Er ist auf jeden Fall besser wie der hier. Rinde, Rinde, Rinde. Ah, oh, okay. Rinde. Also die Urtunika und Co. ist ja wirklich kein großer Rüstungszuwachs, nur Kälteschutz, ne? Krass. Ja, deswegen hab ich's ja, Kai weiß ja, wie ich's gemacht hab. Ja. Ich stand hier, weißt du, so im Privat und hab mir gedacht so, boah, dieser scheiß Hirschbock hier, ich hab Kais Folge angeguckt, ne, dieser Hirschkäfer da unten. Wie er den einfach so weggerammelt, so bumm tot. Ich so, ach du Scheiße, macht der Damage. Und dann gucke ich mir so die Rüstungswerte von dieser Urrüstung und sehe, das bringt doch gar nichts. Dann macht er mich genauso schnell platt. Hab ich mir die Urrüstung gefarmt, hab im Spinnengebiet und überall rumgefarmt ohne Ende und bin mir dann die Wespenrüstung machen gegangen. Bei Trostana oben. Ah ja, da waren wir ja noch gar nicht. Ja, ich bin halt dahin. Doch, waren. Nee, waren wir. Nee, da waren wir noch gar nicht. Nee, bei ihr waren wir noch gar nicht. Da müssen wir als nächstes hin zu ihr, Trostana. Leute, läuft mein Chat noch? Oder mein Stream ja, ne? Weil der Chat hat gerade irgendwie neu geladen. Oh ja, das passiert manchmal. Aber es ist alles noch da bei dir. Und okay. Du hast einen Tatütata noch zuletzt von Stream gehabt. Genau, das habe ich noch mitbekommen. Ja. Und seitdem schreibt keiner mehr was. Ja. Alle wieder eingepennt. Also sind alle weggegangen. Oh Scheiße, die suchen mich. Weg hier. Habe ich auch noch irgendwo Brombeeren? Nee, habe ich nicht. Honig ist auch voll. Ja. Wo kann ich jetzt Honig hinstopfen, ey? In dein Gesicht. Ach, die leben noch. Shallow macht's mal grün, danke dir. Sie leben noch. Ja, aber auf Hände, ohne Scheiß, du kannst es dir ins Gesicht schmieren. Also kannst es essen. Ja, nee. Er kann es sich ins Gesicht schmieren. Oder ich mach uns mal Gesundheitselixiere. Ja, sehr gut. Nektar, Blüten, Öl. Hier haben wir Nektar. Hier haben wir Öl. Blüten waren doch auch schon hier vorne irgendwo 3 Stacks. Okay, 4 Stacks. Dann mache ich uns doch schon mal Gesundheitselixiere, um wiederum einfach mehr Platz zu schaffen hier. Mhm. Mache das. Ich wünsche mir immer noch schnell herstellen von 100 Stück. Jetzt muss ich 100 mal klicken. Nein, 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 nein. Mauscursor drüber und auf die Enter-Taste drücken. Ja. Gedrückt halten? Gedrückt halten, ja, ja. Wow! Rapante, 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 Rapante. Geil! Da kannst du aber mal ganz liebe Grüße an Shadowrain rausschicken, ja, weil der hat mir das nämlich auch gesagt. Herzlichen Dank, Shadowrain. Du hörst ja gerade zum Glück zu. Da muss ich jetzt nicht deinen Namen rausholen und dir flüstern. Ach so, der Mod Schwiegermams Liebling, bitte mal in meinem Chat, bitte. Der muss noch eingebaut werden hier. Ah ja, stimmt. Du hast ihn noch gar nicht befördert bei dir, ne? Nee, du hast doch irgendwas gesagt, dass das irgendwie nicht funktioniert von außerhalb. Also muss ich... Mittlerweile geht's wieder. Jetzt ist er auch fettbar. Okay, mittlerweile einfach mal so. Ach, da ist er ja. Dann ach, kannst guck. Du. Dann kannst du trotzdem mal in meinen Chat. Danke! So, es liegen 30 Gesundheitselixiere für euch bereit. Ich habe mir selbst bloß 6 genommen. Obwohl, warte mal, wir machen einfach, jeder kriegt 10, wa? So. Dann haben wir noch 6 über. Zur Not. So, und die bringen ja 3 pro Sekunde. Oder? Nee, 20 in 3 Sekunden. So war das. 20 in 3 Sekunden. Wieso? Hä? Bin ich jetzt blöd? Das sowieso. Das, da gebe ich keine Antwort drauf. Feigling! Feigling! Ja. Wir brauchen wieder Nektar. Scheiße, wo kriegen wir denn nochmal her? Von Mond. Ah, Mond! Ja, stimmt. Mond war das, genau. Von Mond, von diesem Mond, weißt du? So, jetzt ist er Mod. Herzlich willkommen bei Fenrir im Paradies.
Bartparadies oder was? Spätestens wenn er so anfängt zu lachen, würde ich irgendwie den Chat verlassen. Ah, ich sehe schon, wir werden auch normales Holz jetzt wieder mitbringen müssen. Ja. Ich bitte darum. Aber dazu müssten wir auch irgendwann mal losziehen. Wie lange braucht ihr denn noch? Ja, geht los. Ich finde mich hier halt nicht zurecht in dem Chaos. Lass loslaufen. Ich habe auch ein bisschen Holz dabei. Alter, fress den scheiß Honig. Ey, aber ganz ehrlich. Hast du Tränke mitgenommen? Für alle Fälle? Nö. Ich dachte, du nimmst die mit und Nee. Ich hab die ja hier in die Kiste gelegt für uns alle. Hier in die quer vorm Fenster steht. Da, wo ich davor stehe. So, nehme ich mir mal einen Zehner mit, wa? Genau. So. Weißt du, was das Problem ist, Fenrir? Auch wenn wir eigentlich überall volle Kisten haben, wir brauchen schon wieder von allem etwas. Ja, Kakerlakenfleisch. Wo haben wir das? Nur zwei Stück haben wir davon. Ich habe auch noch zwei Stück einstecken. Hm. Aber wir haben auch noch gekocht, das hier irgendwo, ne? Matt. Hier. Hier. Fenrir? Ja, hier. Warte. Hier muss ich auch noch hin. Alles okay. Gut. Bleiben Sie ruhig. Hier ist auch Dörfleisch schon drin. Modern, danke für ein Tatütata. So, hier haben wir noch Essen. Ah, hier gucken wir. Heuschrecken-Scheiß. Heuschrecken-Scheiß. Sire, der Aufzug steht bereit. Gut, ich komme. Das haben Sie gut gemacht, Knecht. So, tschüss. Tschüss. Wieso macht er jetzt jeden Alert zweimal? Was hat er für ein Problem? Kakalakak, kakak. Hört sich nach einem Brettspiel an. Kakalakak gibt's sogar, glaube ich, ne? Dieses Brettspiel. Da musst du irgendwo, ich weiß nicht, Kakerlaken töten oder so, keine Ahnung. Das wäre ja verrückt. Ich weiß nicht, ich spiele nicht so oft Brettspiele. Ich habe dafür einen Rechner. Weißt du? Den kippt er immer auf die Seite und dann würfelt er darauf. Oh, noch besser, er macht einen auf, schmeißt einen Würfel rein und schüttelt die Kiste. Robin, komm mal her hier. Komm mal hier her. Wo ist hier? Da ist hier. Wir machen gleich die ganzen Bienen weg. Gibt's erstmal aufs Fressbrett. Ach, guck mal da, Amutze. Hä? Amutze! B-Mutze! Totmutze! Amutze, B-Mutze. Ich will hier weg. Das sind noch nicht mehr ganz nicht die Typen, ey. Ja! Genau, Michi schreibt gerade. Brettspiel bei Fenrir, sich ein Stück Holz gegen den Kopf hauen. Schach. Oh, fuck. Ja. Oh. So verdrängt diese Szene. Da ist sie wieder in meinem Kopf. Jetzt will ich werde jetzt nicht mehr los. Oder? Danke. Schach. Oh. Schach. Komm mal, Fenrir, ich bin ein Kolibri, ich hole Nektar. Ja, ich ärgere Bienen. Ja, ich merk schon. Aber sag ganz gut aus, dass du nicht mehr, ich lasse deinen Spaß, bevor du wieder mich schlägst, weil ich dir helfen möchte. Ja, mit denen kommst du doch klar hier mit den Bienen, das ist ja nichts. Er würfelt mit dem ganzen Monitor, ja, das kann natürlich auch sein. Das hättest du mal mit denen früher machen müssen. Schön. Ja. Ja, so einem dicken genau. Röhrenmonitor rumgefuchtelt. Boah, das war noch Zeiten, ist noch gar nicht so lange her, ey. Muss ich mal reinziehen. Ich glaube, bei mir jetzt so knapp 8 Jahre, dass ich den letzten Röhrenmonitor hatte. Wotan, grüß dich. Ja, wir sind tatsächlich noch nüchtern. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden aussieht. Aber wir sind Dauerstrahler, wir brauchen nichts trinken, wir sind einfach so. Ich habe gerade einen Kirschporter getrunken, also ich bin definitiv noch nüchtern, ja. Naturdruff. Naturdruff, genau. Lass mal auch ordentlich Malven mitnehmen, Fenrir. Wir brauchen wieder viel Holz jetzt. Genau, ordentliche Malven. Matthias, wenn eine Emote-Party, dann soll er sie auch bekommen. Liebe Zuschauer, es gibt einen 5-Minuten-Timer. Da könnt ihr mal sämtliche Emotes, die ihr posten könnt, einfach posten. Erschlagt mich damit.
Bitte nicht alle auf einmal. Einfach nix. Es kommt nix. Emo-Party gar nicht. Nicht, wenn der das eingelöst hat. Doch, Michi. Arschig, Michi, grüß dich. Manche Zuschauer sind echt Deckel. Mann, glaube ich echt mit Absicht, ja. Ich meine, nicht mal Matthias macht es und der hat es eingewirkt. Ja, also nicht mal. Was? Und jetzt sitzen sie alle da. Hä, was will der jetzt von uns? Ihr sagt Emotes posten. Draufklicken auf die Emotes, die ihr posten könnt, egal von welchem Kanal. Es passiert einfach nichts. Ich meine, mittlerweile kommt ja was. Weißt du, und der Einzige, der ein Emote gepostet hat, sitzt im Chat und singt Lonely. I'm Mr. Lonely. Nee, ist Robin, der sich gerade eine Kippe anmacht. Apropos, mach das mit dem Rauchen nicht nach. Ist sowieso ungesund und teuer und ich hab mir extra nicht Rauchen-Emote dafür. Ich kreis mir auch gern mal in die Hose. So. Was? Hä? Das ist ihm aber schneller aufgefallen. Kontext? Hä? Ja, das war mal komplett rausgerissen aus Selbigen. Ja? Ich meine, okay, wir sind zwar sehr privat und wir vertrauen einander, aber sowas würde ich doch nicht sagen, wenn andere zugucken, Fendrir. Doch, eben dann. Immer auch schön warm am Arsch. Lass uns mal drüber reden. Genau. Ich meine, so oft wie die Leute, wie dir irgendwelche Gegner im Arsch lecken sollen, ja? Kann man verstehen, dass er bei dir einfach so rausläuft. Da ist schon kein Halten mehr. Da, Schließmuskel AD. Oh Schließmuskel abgelutscht, weggelutscht. Oh Leute, also. Ey. Mir kommt gleich die Lasagne wieder hoch, ich sag's euch. Ich würde sagen, Fendrir, so viele Knutschflecken wie du am Schließmuskel hast, das muss ja schon rauslaufen. Ich brauch noch Bier, Alter. Ich halte es nicht aus. Das ist unglaublich. Herrlich. Ich hab grad 15 Follower verloren. Dafür kann ich auch nicht, was? Ja, nee, dafür könnt ihr nichts, nein. Du hast 15 Follower verloren? Ja, wegen euch. Das kann aber nicht stimmen. Nein, war ein Spaß. Oh! Und selbst wenn, wär's mir auch egal! Kai Pflaume. Entschuldigung. Ey. Also, Fendrir, das war jetzt echt ein bisschen zu hart. Ja, das geht zu tief unter die Gürtellinie. Der war richtig. Der war ja schon auf Klöchelhöhe, war das schon. Das war Hardmobbing, ich weiß. Ja. Also, nicht gegen Kai Pflaume, aber der arme Kai, weißt du? Nee, andersrum. Hey, Mette! Nicht gegen Kai, aber die arme Pflaume. Nicht gegen Kai, aber die arme Pflaume. Sag mal, du Arsch. Ah, hier okay. Bitte und ganz viele Giftsäcke einsammeln, bitte. Wenn welche gedroppt werden, ja. Leider kommen die ja nicht immer. Was macht der denn? Ja, so, das war ja richtig, ein Entschuldigung. Holz, eine Rinde, ein Holz, eine Rinde. Ja. Lü. Aber Fendrir, das mit dem gemeinsamen Farmen müssen wir echt noch üben, oder? Ich hab nur die Wespen getötet. Ach, du bist da. Ich bin auch irgendwo lang gelaufen. Warum soll ich erstmal Holz fällen? Oh, da ist nämlich die nächste Wespe, die mal auch platt. Und, oh, jetzt fliegt sie weg, die Drecksau. Oh. Oh, was? Einfach ein Trickshot. Ja. Hast du das gesehen? Ich wollte eigentlich abbrechen und habe einfach losgelassen, weil es weggeflogen ist und trotzdem getroffen. Ja, zum Loslassen muss man immer mal nach unten gucken und nochmal Richtung Maustaste drücken. Das finde ich echt ein bisschen umständlich. Hallo, Wespe. Oh, scheiße, der war daneben. Aua, oh. Nee. Ich find's witzig, dass ich Kampfmusik habe, während Fendrir sich da irgendwo am Arsch der Welt erstmal den Sack aufschlitzen lässt. Ja, war. Zieh dir erstmal ein Pfeifchen rein. Also ich hab mir einen Stachel reingepfiffen. Aber nicht in den Arsch. Ach Matthias, das war jetzt nicht notwendig, aber danke dir. Ich meinte, er muss zu dir, wenn doch mal Streifen kommen sollten, dass du es mir dann einfach nochmal schreibst und keinen Clip machen musst davon, von dem, die vorhin da waren. Aber ich weiß, hast du es gut gemeint. Wo hab ich denn? Ich hatte hier irgendwann mal irgendwo einen Bauhammer da.
Ein Haubammer? Ein Haubammer, genau. Zack. Zack. Wotan, auch das nicht. Der schreibt gerade, okay, wenn ich besoffen, dann sind hier Pflanzen im Spiel. Was? Das wüsste ich aber. Ja, aber guck doch mal, wie viel Gras es in dem Spiel hier gibt. Das habe ich mir auch quer durch die Nase gezogen. So Leute, so, der Timer ist rum, Emo-Party ist vorbei. Herzlichen Dank. Habt da ganz viele schöne Emotes gepostet, nachträglich. Drei. Nee, wirklich. Die so, da, okay. Nachdem wir uns ein bisschen drüber witzig gemacht haben, kam dann wirklich eine schöne Lawine. Oh, Vater, ey. Ist halt so Fenrir, du hast nicht rein zufälligerweise ein bisschen Feuerstein und veredeltes Holz in der Tasche? Sehe ich so aus, oder was? Frag nur für einen Freund. Die warten nochmal abreißen, achso. Na gut, dann. Oh, gib bitte. Ja. Erdbeeren. Oh, habe ich schon ganz viele gefahren. Warum zum Geier stehen die Giftpilze im Wasser? Bin fast ersoffen. Oder ist das? Deswegen geh ich die nicht farmen. Das ist gar nicht so tief hier. Ich glaube, da kann man drin stehen, oder? Na, komm, ja, ja, das hab ich auch mal gedacht, oder war ich weg? Nee, nicht so tief hier. Ich kann drin stehen. Nee. Inventar voll. Leck mich, Spiel. Meinst auch gleich. Also was heißt voll? Deine Slots sind halt nur voll, ne? Ja. Ich alles, was ich im Moment habe, brauchen wir gerade, außer Insektenstachel, oder? Nee, Insektenstachel brauchen wir für Blasrohrmunition, wa? Ja. Wir müssen zurück, Fenrir. Er sagt. Achso. Aber jetzt bist du auch nicht schlauer, oder? Nö. Kai. Ja, aber ich weiß, worum es geht. Gut. Oder ganz klar gehört, es geht um. Was ein Thema und ich bin gerade am Burgeressen. Mahlzeit. Lass es dir schmecken, mein Guter. Lass uns mal nach Hause gehen, Fenrir. Erstens wird es sowieso gerade dunkel und zweitens Inventar voll. Ja. Inventar wird überbewertet. Ja, toll, da liegen überall Sachen rum, weißt du? Und wir wundern uns, warum wir unsere 3 FPS haben. Inventar wird überbewertet und ich hör's gleich schon wieder. Ey, Taschen voll, kann mal einer und. Ja, genau. Ich find's halt irgendwie ein bisschen blöd, dass die Waffen, die du in die Slots legst, dass die immer noch im Inventar bleiben. Aber nur teilweise, außer die du gerade ausgerüstet hast. Das ist echt Obergülle, was sie da gemacht haben. Robin, du machst dir es viel zu schwer, komm mal hier zu mir. Jetzt mach ich das hier. Jetzt bin ich dran an der Sache. Dann mach du mal das da. Weil bis ich dich gefunden habe, bist du schon oben, weil ich sehe nix. Aber die Pilze, die sehe ich. Irgendwas kam da gerade hinter mir hergekrabbelt, glaube ich. Ja, kommst du langsam mal? Ich bin fast im Aufzug. Ja, ich bin noch hier. Achso. Ja, da kommen sie doch, der Nachtarmutzen. Ja, dann Dinosaurier-Dinger. Ja, dann. Was? Au! Du behinderte Kackwurst! Komm ran, auf den Meter, das gibt's hier gleich. Hast du irgendwie Stopfung oder was stimmt da mit dir nicht? Kann er nicht, weißt du doch, Klutschflecken am Anus. Ich hatte einen Ameisenarsch im Kopf. Ameisenkopf im Arsch. Nicht nur Pilot, grüß dich, ich kann dafür nichts. Ich meinte andersrum halt, ey, oh. Fenrir, egal was du jetzt sagst, es wird nicht besser. Wechsel das Thema. Lass uns über Weihnachtsbäume reden, obwohl die hast du auch im Arsch. Hast du schon mal einen Weihnachtsbaum im Arsch gehabt? Das tut weh, Alter. Woher weißt du das? Ja. Okay, es gibt definitiv Sachen, die will ich nicht wissen. Erfahrungsgemäß muss man viel ausprobieren im Leben, weißt du? Nur zur Erklärung, liebe Zuschauer, ja, der Fenrir ist ganz oft irgendwo von Leitern gefallen, ja? Es sind immer Unfälle gewesen. Oh, Kai. Und von Gerüsten auch. Und ich bin überall runtergefallen, Leute. Also Kai, vielen Dank für deinen Follow und willkommen bei uns. Also Kai, wir waren noch nur einen Tag weg. Wo kommt auf einmal diese Villa her? Ist die gewachsen? Ja. Und Fendi testet gleich, ist da Glas drin? Bam. Erstmal dran kleben geblieben. Sieht gut aus, Kai. Jo. Matthias, lange, ist doch gut jetzt wegen der Streifen. Jetzt versteif dich doch nicht so darauf, Mensch. Ich sehe es doch nicht. Krieg doch nicht einen Streifen wegen den Streifen, Mann. So. Ach.
Ich weiß, Matthias, du meinst es Matthias. Gut, aber es reicht doch, wenn du mich einmal darauf hinweist. Ich hab's doch mitbekommen, ich hab darauf reagiert. Streifen, ey, ist doch nicht der Typ. Warum? Alter, ich will hier weg. Ich will hier einfach nur weg. Alter. Also bevor du mich jetzt falsch verstehst, Matthias, ich mein's jetzt auch nicht böse, ne? Aber irgendwann ist es auch echt ein bisschen nervig. Es muss an den Schmerztabletten liegen, die ich genommen habe, ey. Achso, warte, das kann ich ja gleich wieder verarbeiten hier. Wo war das nochmal? Warum habe ich denn jetzt hier so FPS? Drops. Drops. Achso. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Was? Ich muss was? Mal was gucken, vielleicht ja. Weiß ich, woran es liegt. Wir machen mal so. Klong. Und jetzt mal gucken. Sollte jetzt wesentlich besser werden. Hoffe ich. Fast. Ja, das Licht, ne? Alter, das zieht ordentlich. Achso, hast du DLS runtergedreht, wa? Ja, zieht ordentlich an meiner Kraka hier, Alter. Ja. Na, da kannst du ja bald ein bisschen tunen. Zwar ja. Nicht so viel, wie man bräuchte, wahrscheinlich, aber immerhin etwas. Naja. Ich bin dir schon sehr dankbar. So, ich muss gerade mal ganz kurz. Grüße an Robin und einzig Party von Benny. Benny, grüß dich! Danke, Benny! So, was wollte ich machen? Ich wollte abladen, Leute, ne? Ja, genau. Ja. So. Ich fasse gerade selber nicht, dass ich es mache, aber ich stelle jetzt einfach Kramkisten überall hin, wo noch Platz ist, bis wir halt ein vernünftiges Lager aufbauen können. Ja, würde ich auch so sagen. Wir haben wieder zwei volle Inventare und keine Plätze mehr in den Truhen. Es wird halt irgendwann zu viel, weißt du, selbst alleine kommst du mit den Massen an Loot nicht klar. Ja. Das ist echt krass. Das ist, ja, also ich bin auch froh, dass ich mittlerweile die großen Kisten bauen kann. Ja, ich habe mir ein komplett, wie du jetzt auch, so ein riesen Lagerhaus gebaut, nur mit Boden voll geballert. Ja. Alle voll. Das ist total irre, ja. Und dann kommst du in irgendein anderes Biom. Scheiße, schon wieder neues Material. Weißt du so? Bist du am Heulen. Reya, hallöchen, guten Tag. Du, liebe Reya, ich hab vorhin gesehen, du hast mir ein Follow dagelassen und dann war's wieder weg. Guck mal, ob du da vielleicht versehentlich zweimal drauf geklickt hast. Ich kann jetzt hier nochmal gucken. Ah, seit einer Minute. Moment, warum kommt kein Alert? Hä? Ich glaube, wenn sie schon mal gefollowed hatte und dann entfollowed und wieder followed, kommt kein Alert mehr. Das also kann sein. Nicht. Ja. Okay, aber das können wir doch triggern. Dafür gibt's doch Internet. Wo ist genau, es denn, mein Internet? Triggern, dein Internet ist kaputt. Venrir, bitte zieh mein Internet aus deinem Arsch. Ich brauch das jetzt. Was, warum denn schon wieder in meinem Arsch? Weil du immer alles drin zu stecken hast. Der ist doch schon richtig ausgeleiert. Ich kann da wirklich nichts für, ne? Also ich will es nur, also liebe Zuschauer. Was ist denn los? Die waren schon so. Jetzt rechtfertigt der sich für uns. Ja. Weißt du, der schämt sich. Schämt sich für uns. Ja, genau. Für euch muss man sich auch schämen. Du so, jetzt extra nochmal für die Dame, die gerade geschrieben hat, für die Reya. Hier kommt die Wiederholung. Der Klopapierbügler, hä? Was ist los? Sag mal, hast du die Muttermilch durch den Pulli gesoffen oder was? Ich glaub's hackt. Aber sowas von. So, Discord gemutet und jetzt nochmal für dich. Bitteschön. Warum kommt's jetzt nicht? Wofür für geil! Ja, also auch Fackeln und sowas verschwindet. Ich würde es überdachen. Hier. So, da haben wir schon. Ach Gott, ey. Wieso komme ich nicht? Wenn da jemand andere Erfahrungen gemacht hat, dann sag das bitte, ne? Also ich bin auch nicht allwissend, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Zeug einfach kaputt geht. Worum geht's? Ja. Dass das Zeug kaputt geht, wenn es nicht überdacht ist. Ja, ja, muss man Robin auch überdachen, deswegen ist er vorhin verreckt. Ja, kann sein. Michi, ey. Wo ist das? Sag mal, ey, dieses Lara hier, ey.
Wie gesagt, jetzt ist alles überall. Jetzt ist wirklich alles überall verteilt irgendwie so ein bisschen. Ich versuche schon immer so ein bisschen zuzusortieren, aber wenn voll, dann gibt's einen zweiten Ort zum Ablegen. Jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Das ist unglaublich. Du bist doch vorher schon auch nicht klar gekommen. Ja, jetzt komme ich noch weniger klar, wegen dir. Ja, ich bin nicht wieder schuld. Ihm fehlt die Klarheit. Das war ihm noch nicht so ganz klar. Ah, klar, soweit, okay. Ja, klar, ist alles chaotisch. Ihr habt Kai alleine gelassen. Was? Was hab ich denn jetzt getan? Der Arsch. Arsch, Arsch. Arsch, 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 Arsch. Du sag mal, Kai. Meine Frau fragt mich neulich, was habt ihr da gemacht? Ich so, wie? Ja, ich hab immer nur at gehört. Oh Mann. So, wir haben uns unterhalten, so. normale Gespräche unter erwachsenen Männern. At. Weil es schon mehr so Schlaganfall-Talk war, ja, aber. das ist Tourette, ey. Halt's Maul! Na! Sag mal, wo macht man denn jetzt nochmal verfeinertes Holz? An welchen der 12 Tischen hier? Am Steinschneider. Am Steinschneider, echt? Ja, ach, ich hab's gesehen. Mit Öl. Mit Öl, genau. Schön innen schmieren musst du das. Schön, es muss schön glitschig sein. Ich hab's nur übersehen. Schön die Vaseline drauf schmieren. Ach, ich sag dir, das ist richtig geil. Reja, danke für dein Lob. Sie findet uns richtig klasse. Drauf. Wir sind eine Seltenheit. Selten bescheuert. Was? Ja, du sprichst aber nur für dich, ne? Was? Kai, genau. Der Kai, weißt du, der Kai sträubt sich immer. Der ist immer noch der so. Der nimmt das Lob nicht an. Der ist zu bescheiden. Nein, das ist schon der, okay. Der ist zu bescheiden dafür, bescheuert zu sein, weißt du? Nein, ich will nur nicht mit euch zusammen gelobt werden. Ich brauche ein Sonderlob. Er will allein bescheuert sein, nicht mit uns in Verbindung gebracht bescheuert gelten. Ah, fresse jetzt, Idioten. Schnauze, Arschgesicht. Ah. Ich mag verrückte Leute, bin genauso. Dann bist du hier super aufgeregt. Ach, jetzt habe ich die Streifen gesehen. Guck mal in der Schau. Jetzt habe ich die Streifen gesehen. Ah! Ihr Schlingel hier. Oh, Alter, jetzt hängt er sich schon wieder die Streifen auf. Ich geh looten. Streifen? Also, man könnte gerade meinen, der hat irgendwie, guckt gerade in seine Unterbüchse oder so. Nee, ich hab im Bild, also im Stream und in der Aufnahme sind unten im Bildschirm manchmal Streifen, also Grafikbugs sozusagen, wie auch immer. Ach so, ich dachte schon Bremsstreifen. Nein. Jetzt habe ich einfach mal, ach, siehst du, ich hab hier das aus. Geil, ich hab Surround Sound. So. Na, gucken wir doch mal, ob es jetzt besser wird. Nee, jetzt hab ich Tearing. Jetzt hab ich richtig Tearing. Das ist nicht schön. Nee, nicht schön. Nee, nicht wieso ist das so? Schön. Damit sich der Dritte hier drin auch gemobbt fühlt, Fellbirne. Was willst du denn jetzt, hä? Du Klobürstenreiniger, hä? Da Michi. Was? Scheint Wollmar zu sein. Was ist ein Wollmar? Ach, wohl mehr zu sein als in Wallheim. Wollmar, was ist ein Wollmar? Na ja, Benny, ich weiß ja, Benny mit Schreiben und Benny, das ist so eine Geschichte. Danke, Michi, vielen Dank. Schön, dass du es erkennst. Das finde ich. Soll ich laut Michi, vorlesen? Michi, ich meinte natürlich nicht die Lebens- und Essensbalken. Nein, die meinte ich nicht, du blöder auch Sack. Ich meinte. Jetzt habe ich hier manchmal Tearing drin, das ist nicht gut. Muss ich vielleicht doch Monitoreinstellungen ein bisschen rumfuchteln? Ja, ich habe hier schon wieder keinen Platz! Ich würde einfach die 4080 rausschmeißen, die bringt nichts. Sagst du nur, weil du die 4090 hast, oder? Aber was ist denn da los, Alter? Ja, meine genau. Grafikkarte rast völlig aus heute. Hast du das Update gemacht? Da kam gestern eins. Was hier von Small End? Nee, von Nvidia. Nee, habe ich nicht gemacht. Gab's ein Update? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Die rastet gerade völlig aus. Aber du hast doch neulich irgendwas mit Durchgängen gesagt, ne, Robin? Mit zwei Durchgänge, das Gedönse, aber das zwei Durchgänge du schon vorher selber einstellen. Michi, weil du es bist. Das sollst du halt nicht machen, ja. Aber das kann ja auch nicht machen, ein Durchgang. Ein Durchgang einfach nur, genau. Weil zwei Durchgänge kann dir, also zumindest war es bei mir so, dass es mir einfach OBS komplett zerstört hat. Okay. Sag mal, er übernimmt gar nicht die Settings, die ich hier gemacht habe.
Oh, wie gut ist. Nee, ich wollte gerade sagen, boah, wie gut ist das denn? Es hört auf. Nee, es tut nicht aufhören. Gut. Dann eben nicht. Ruckelt's bei euch hart im Chat, Leute? Also im Chat. Oh nein, ey. Boah, das ist eine Frage, oder? Ich wollte das nicht, Leute. Klein Robin hat da einfach nur zu wenig Framerate eingegeben, weil er hat einen 2K-Monitor, aber hat bloß auf 60 FPS eingestellt. Ja. Gut zu wissen. Wenn schon Qualität vorhanden ist, kann man sie auch nutzen. Ja, was soll ich da sagen? Ich habe einen 4K-Monitor, was soll ich da jetzt machen? 4K-Monitor und eine 1K-Grafikkarte. Das ist echt geil. Mein Gott. Das war ich nicht. Das hat meine Frau mir zum Geburtstag gekauft. Und sie wusste es nicht mal. Sie wollte ihm bloß einen neuen Monitor geben und wir dann irgendwann mal abends am Quatschen gewesen im Discord und er stellte fest, oh guck mal, ich kann ja hier auf 4K stellen. Oh mein Gott, das habe ich jetzt hier Platz auf dem Desktop. Voll übel. Sie hat mir halt einen Monitor gekauft und dabei irgendwie nicht gemerkt, dass das 4K sind. Ja. Hast du jetzt schon auf 4K gestellt oder was? Kann ich deiner Frau mal die Nummer von meiner Frau geben? Na, vielleicht kauft die dann auch mal was Falsches. Na, das Ding ist, meine Frau meint es auch immer gut, ne? Die denkt sich so, boah, 4K ist ja das Geilste, was es gibt. Ist es ja auch. Ja. Aber mein Rechner kann halt noch nicht so viel damit anfangen, weißt du? Hallöchen, Ameise. B-Meise. Todmeise! Todmeise. Sollt sich jemand um mich reise? Ich bin scheiße. Komm her, du Fliegengewicht. Aua! Oh, Alter. Die haben Blähungen, Alter, oder? Net. Bei mir ist alles gut. Gut, dann ist alles gut. Wenn alles gut ist, ist alles gut. Dann ist ja gut, wenn alles gut ist. Ich hier getroffen. Schon wieder nicht getroffen. Ansonsten hauen wir dir in die Fresse, bis du lachst. Und zwar, weil du lachst. Wenn du lachst, dann weil du lachst. Den vergisst du auch nie wieder, oder? Nee, der war so geil. Ich hab mich so gelegt dabei. Und leider hat den komplett niemand bewertet bei Twitch Clips Germany. Ich habe den damals extra noch geschickt, weil ich den so geil fand, aber es hat sich weder jemand den angeguckt noch bewertet. Das war wirklich schade, da war ich zu spät dran, weil wir damals Freitagabend gestreamt hatten und ich hab's, glaube ich, Sonntagabend erst reingesendet. Mhm. Und Sonntag ist Sendeschluss. Ja. Ja, vielleicht war den mein voriges Ich bin sauer! Nicht gut genug. Weißt du? Nee, es hat sich ja niemand angeguckt, weißt du? Niemand. Ach so, gut. Also konnte auch ihn keiner bewerten. Also da war einfach schon nach Einsendeschluss. Oh, lass mal an den Strand gehen, Robin. Wir brauchen ja noch von den Knochen und so. Ja, stimmt. Knochen ohne Ende und Kakerlakenfleisch. Ich meine, ich kann doch alleine an den Strand gehen und kannst du hier weiter Holz machen. Nein. Ich sagte, nö, der läuft weiter. Ja, dann komm halt. Ich war noch kurz am Holzhacken. Siehst du, das meine ich nicht. Ja, so ähnlich war das vorhin mit dem, da ist ein grüner Käfer, ja. Bums tot. Ja, die Mandibel-Scheiße hier lasse ich jetzt auch liegen. Scheiß Mandibeln. Mandibeln. Wenn ich den Namen schon höre, könnte ich ausrasten. Könnte ich glatt rumkotzen. Blub. Und was ich auch noch nice fände, wenn man mit dem Mausrad einfach die Ausrüstung wechseln könnte. Ich suche nämlich jedes Mal die scheiß Nummern. Das wird bei mir ein heilloses Chaos enden. Ah, ja, stimmt, weil mit Mausrad ja. Würde ich wie du vorhin mit dem Bauhammer auf die Gegner rumkloppen, ja? Ich sehe schon, komm, weißt du, wenn das gehen würde, Kai beim Kämpfen so mitten immer anziehen, ausziehen. Ja, genau. Nächste Rüstung an, nächste Rüstung raus. Meine Hose, hat jemand meine Hose gesehen? Und ey, mir fällt gerade meine Hose. Und mir fällt auch gerade ein, mit Mausrad wechselt man ja auch von Ego auf Third Person. Ja. Ach du Kacke. Ja, aber kannst du das nicht belegen im Menü? Kannst du nicht Keybindings irgendwie anders machen? Da es noch ein Early Access ist, mache ich das aus Prinzip nicht. Ach so. Weil Update kommt und irgendwas ist dann wieder kaputt. Hatte Robin, ich mit Survival sehr häufig. Robin? Ich bin auch vorsichtig, ne? Robin?
Ja, hier ist einer. Drücke mal Z. Das ist aber nicht stufenlos. Z ist sofortige Aber ist nicht stufenlos. Nö. Ja doch, es ist stufenlos. Nee, es ist eine komplette Stufe. Ja genau. Stufenlos ist, wenn du reinzoomst und rauszoomst. Wenn ich Z drücke, bin ich sofort drin. Ja, ja. Aber was will ich denn hier stufenmäßig hin und her zoomen? Also bei mir ist der entweder weit weg oder nicht. Das machen wir so. Kai, seine Treppe ist auch stufenlos. Oh oh. Ah, ich hätte nicht sagen dürfen. Ich hab's bloß vorgelesen, Kai. Ich hab's bloß vorgelesen. Nee, wir machen den hier drin gleich als Erstes. Ich könnte ja mal mutmaßen, von wem das jetzt kam, ja? Mach mal, rate mal. Oh, Wasser. Na? Von wem ist es? Entweder vom Michi oder vom Shallow. Robin, wo willst du hin? Na, zum Strand. Wir gehen hier in die Höhle. Aber das ist kein Strand, das ist eine Höhle. Oh. Deswegen. Hättest du gesagt, komm, wir gehen in die jetzt. Höhle, dann wäre ich in die Höhle gegangen. Der Typ, ey. Mann, die fertig. Giftpilze! Und ich sehe nichts, außer Giftpilze. Oh Gott. Ey, es ist scheiße dunkel. Warte mal. Boah, Alter, der war aber knapp. Bling. Achtung, Kackalakack. Heißen Kakerlaken mundbräuchlich wirklich Wasserkäfer? Nein, nee, das ne? ist keine richtige Kakerlake, das ist ein Wasserfluh. Wir kriegen immer Kakerlakenfleisch aus denen. Ja, aber die richtigen Kakerlaken, die kommen erst ganz viel später hier im Spiel. Keko! Plong! Erwischt! Der reagiert nicht. Er ist betäubt. Oh, kein Bock mehr. Alter! Der hat aber mal Zähne gefangen, ey. Ha? Knochen! Reptilienhaut! Inventar voll! Lecker Spiel. Stimmt, Michi. Falscher Hase hoppelt auch nicht. Hast du recht, ja. Aber gebratener Hase hoppelt auch nicht mehr. Was jetzt? Jetzt geh mal wieder raus. Aber hier kannst du... Ich wollte nur den Typen platt machen hier drin. Den Reptilus. Warte. Ich war noch nie hier drin. Ich will jetzt gucken, was hier alles ist. Ach so. Zum Beispiel habe ich das Walkie-Talkie hier noch nie gesehen. Genau, gut, da ist ein Walkie-Talkie drin. Hast du halt in der Höhle unten, oder was? Ja. Aber wo hast du da den zweiten Deko gesehen, Kai? Da ist vorne am Eingang ist einer, wenn du vom Strand auskommst. Ja. Und weiter hinten ist einer, da wo das Walkie-Talkie ist, da müsste einer rumspringen. Also ich habe da immer zwei gefunden. Ich habe hier Tatsache bis jetzt immer nur einen drin gehabt. Fenrir? Ja. Mein Inventar ist voll, Stern, kannst du bitte mal aufnehmen. Dich. Guten Abend. Ja. Danke. Da ist noch eins. Ja, echt? Ja. Hä? Jetzt hast du. Ah, jetzt. Hier, guck, hier ist noch eine Feldflasche, die hier rumliegt, Robin. Oh, die könnten wir doch mitnehmen. Die passt doch noch in die Tasche rein hier. Die ist zwar dreimal so groß wie ich, aber die passt. Oh, sind hier schön viele. Ja. Stopp. Was denn? Der ist noch schnell kaputt. Bisschen drauf treten, wer der ist. Oh, warte mal, ich brauche eine Salbe. Meinst du, die hilft noch? Nein. Nein. Oha, oha. Nein. Ganz viel Giftpilz einsammelt, Zeugs. Boah, Alter. Ich habe mich doch noch zur Seite geguckt. Ich kann es nicht aufsammeln, du musst halt immer warten, bis ich fertig bin. Das ist halt blöd jetzt, ich weiß. Wo ist er denn? Ach, da. Da, wo wir gerade eben noch waren. Da liegt das Zeugs. Also wir sind eigentlich hier, um Knochen und so zu sammeln, er macht Giftpilze kaputt. Brauchen wir aber auch ohne Ende für die Tränke und alles. Ja, ich weiß doch. Und wenn die hier schon mal so in Massen rumstehen, why not? Ja. Geht Tatsache fast jeden Tag einmal hier runter. Ah, langsam ist wieder hell genug, wa? Das geht schon gut ab da, ne?
Mhm. Kann ich ihn jetzt so. Achso, ich kann die Fackel jetzt nicht ablegen, weil Inventar voll, leck mich, Spiel. schon wieder. Weil naja, da vorne aus Kügeleierten. Schließen wir. Nee, ich sagte ja nur, leck mich, Spiel, und nicht im Arsch. Bei mir ist bloß die Zunge sehr lang, weißt du? Ich will hier weg. Da weiß ich doch auch nicht mehr, was ich noch. Ich mag Bücher, Wandspaziergänge. Ich mag Züge. Intelligente Gespräche. Ich mag Züge. Schade nur, dass ich sie hier nicht krieg. Guck mal, ich hab Kacke gemacht. Meine Kacke. Fenrir, wenn du dann fertig bist mit Kacken, wollen wir dann so einen großen Grün hier fertig machen? Ich hab Kacke gemacht. Riech mal. Ja, hier so ein Grün riech mal, genau, da dachte ich auch gerade, danke. Ey, danke, super geil. Oh Mann, Mutti. Au! Ich bin vom Baum gefallen. Schon wieder mal. Ja, aber das, Andy, wie bist du denn da aufgekommen? Bin gefallen. Gar nicht mehr. Hättest du es jetzt nicht gesagt, ich hätte fast vermutet, dass du vom Baum gefallen bist. Aber als Kind schon, oder? Ja, ich bin überall runtergefallen als Kind. Was ja. Blockt er denn nicht jetzt so? Alter, du dreckiger Bumskopf. Hä? Fenrir, der ist anfällig gegen Hammer. Ey, ich hab keinen Hammer. Wieso hast du keinen Hammer? Weil es mir wurscht ist, ob der einen Hammer braucht oder nicht. Ich mach den mit allem platt. Jo, auch tschüss. Mit meinen Fäusten. Bis später. Ja, hau doch ab. Weißt du, ich hab Angst vor dem Hammer oder was? Den scheiß ich in den Hals. Aber richtig. Komm ran. Auf den Meter. Tot. Also ich hab mich jetzt wirklich zur Seite gestellt, Kai. Ich heiß doch nicht Robin, Alter. Was ist denn da los? Hä? Was ist okay. Das denn? Ja. Der hat den mit dem Sperrblatt gemacht, alleine. Was okay. Ist da los? Nimmst du Chitin auch mit, oder nicht? Was ist da los? Opfer? Komm her, du Opfer. Nimm den Chitin mit dir. Mach los, Maul, ey. Ich breche. Du Opfer. Wenn du doch was zu Hause bin ich tot, Tatsache. Willst du Verband haben? Ich könnte sowieso Platz mit Tage brauchen. Mal, ich muss mir mal einen Tank reindrücken. Das nee, hier ein Heilpflaster. Ein Heilpflaster kannst du haben, richtig. Ja, da, warte ja? Mal, ich muss mal gucken. Ja, ja, ja. Gib mal ran. Dann habe ich mir Platz im Inventar. Super, danke. Ich mach Tatsache, Robin, bei mir auf jedem Spielstand mache ich die immer mit dem Speer. Okay. Ich hab Hammer, finde ich, zu langsam irgendwie. Finde ich auch. Also ich finde, wenn dann schon einer, der auch richtig Hammer-Time-mäßig Bums macht, ne? Also ich finde am geilsten finde ich ja das Schwert, ne? Ja. Ich muss gestehen, mir hat echt diese Sichel sehr gefallen, die Sense mit dem Move. Weil beim Schwertschlag macht er einfach zwei schwere Schläge, die genauso stark sind wie von dem normalen Schwert ein schwerer Schlag. Ja. Aber die Sichel, das muss man auch sagen, ist auch ein Manko an dem Ding. Die geht so saumäßig schnell kaputt. Ja. Also da hoffe ich echt, dass es noch einen aus Metall gibt später. Das weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sorry. Ich weiß nicht, wie bei Skyron ist, aber das weiß ich nicht. Nö, da bin ich auch raus. So. Kommt man. Warte mal. Gehst du da jetzt links am Strand lang oder was, Robin? Ja, ich will gucken, ob die Geckos wieder da sind. Wir sind auf der anderen Seite, Robin. Ja, aber der ganze Strand hat immer wieder Geckos. Butze ist mal fertig, Leute. Ich gehe mal ganz kurz Lulu machen. Bis gleich. Okay, bis gleich. Lulu. Ja, Lulu. Hier, Robin, rechts, Dingsbums. Feuerstein oder wollen wir liegen lassen? Nee, brauchen wir ja sowieso. Wofür denn jetzt noch großartig? Wir haben noch ein paar hundert da. Ja, na gut, wenn wir noch ein paar hundert haben, dann nehme ich es jetzt erstmal nicht mit. Jetzt wird es sinnfrei, das stimmt. Ja. Weil wir brauchen es ja eigentlich nur fürs Werkzeug. Guck mal, nee, und, hier war mal ein Gecko. dann wurde der von irgendwas platt gemacht hier. Ja. Die Knochen habe ich angesammelt. Ja, ich habe die Haut mitgenommen. Super. So, rechts von uns ist weißt du? Eine Gage. Eine Hage. Eine nicht Hage. Die Barbe. Erstmal Voice Crack. Also du Scheiße, ey. Hallo, ich bin der Fernier. Hier Sauerampfer kannst du auch mitnehmen. Sauerampfer können wir auch mitnehmen hier, ne? Was? Sauerampfer? Ja, hier das. Rote, Alter, wie ist das? Fuchszeug meinst du? Sauerampfer aussieht.
Da steht aber Fuchsschwanz dran. Ach, das da! Das hier! Das ist mal, kann das sein, dass das neu ist? Letztes Mal, wo wir lang sind, habe ich das nicht wahrgenommen. Gar nicht. Nein, das steht da schon immer. Okay. Wie kann man Blätter mitnehmen? Und Sauerampfersuppe von kochen. Die ist voll gut im Winter. Die wärmt dich nämlich. Ah, siehst du? Neues Rezept. Ja. Ich habe die voll übersehen letztes Mal, wo wir hier unten waren. Es gibt so viele Sachen hier, ne? Ich hab auch blöd geguckt, so nimmt was auf, so, was? Ach, guck mal da. Unser Freund. Oh, scheiße, daneben. Ja, perfekt daneben. Perfekt daneben für Henry. Hätte ich nicht besser gekonnt. Aber es sah aber episch aus. Es sah gut aus. Es hat nichts gemacht, aber es sah gut aus. So. Chitin und Herz. Das Herz. Ja, ich hab alles. Gecko! Warte mal kurz. I'm waiting. Ich muss mich mal verbinden. Gecko, komm her! Und links ist noch ein Gecko. Geilo! Chat, was ist los bei euch? Seid so still, Leute! Da los! Alle krank oder am Saufen nebenbei? Links ist noch ein Gecko. Ja. Ach, guck mal da. Da oben am Boot. Ja. Vorsichtig, dahinter ist der Hirschkäfer, der Nashornkäfer, ne? Ja, dann trigger ihn mal. Mit dem Bogen am besten. Ja. Mal gucken. Es wird dunkel, wir müssen uns beeilen. Oh, yep, der war drüber. War schon daneben. War der drüber? Ja. Yep. Jetzt warten Treffer. Kommen Sie mal her, Schulze, kommen Sie mal her hier. Wie wir gerade alle beide daneben geschlagen haben, das ist wirklich, also wow. Aber beide mit dem Kampfschrei so und er ist so voll daneben gehauen. Und beide mit dem schweren Schlag. Schön. Gut, oh, ab nach Himmel. Ich habe keinen Bock auf aggressive Geckos bei Nacht. Ja. Oder auch diese blöden Brüllkäfer hier, die Fellkäfer-Gedöns da. Ja, ja, die Nachtkäfer hier. Na, auch tagsüber nicht. Die einfach pausenlos zuschlagen, keine Pause machen, beim Zuschlagen keine Pause machen und du nicht mal die Möglichkeit hast zu blocken, Schrägstrich, selber zurückzuschlagen. Wo laufe ich eigentlich lang, verdammt? Wir können hier lang, du kannst rundherum. Das sah nach Fallschaden aus, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja, ich gucke gerade auch, sieht ein bisschen scheiße aus! Lebst du noch? Naja, ich habe noch nicht mal Schaden bekommen. Okay. Oh nein, jetzt hat der grüne Käfer schon die Scheißaugen. Ich komm wieder und höre nur Geschreie und was, irgendwas mit Scheißaugen und. Also alles wie immer nur schlimmer. Ist ja unglaublich bei euch. So. Wo seid ihr überhaupt? Auf dem Weg nach Hause. Okay. Nur am Strand. Wir kommen gerade heim. Und noch ein bisschen Geckos gejagt. Geckos. Haben sie die Geckos haben's gejagt. Die Geckos haben wir gegaced. Geghost. So rum, nicht gegaced. Die haben gegaced. und du so, ich bin der Gay-Gecko. Ja, aber der war schön mit dem Speer gegaged. Was? Oh Mann, ey. Oha, Alter. Oha. Gleich hier erstmal gibt's Beschwerde, Menschenrechte und was nicht alles. Hä? Was? Wieso? Wegen Geckos? Gegate. Na, aber wir haben sie doch zum Gain gebracht. Also, zum Reya. Ah, Reya. Ja, hier Reya. Vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen im Rudel. Hast mir wieder eine geklaut. Du klaust wieder ausständig ein, halt's Maul jetzt und nimm's hin. Aber du hast angefangen! Reya, das war noch gut, dass du mir einen Follow da gelassen hast. Bei den anderen beiden, das wünsche ich mir. Da wird schon mal eine Nacht drüber schlafen. Dem werde ich nochmal. Dem, weißt du, wenn ich nochmal könnte, ich würde ihm nicht mehr helfen. Jetzt ist zu spät. Henry, jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir das Monster erschaffen. Aber ein Schwein. Bruderschwein nennt sich das.
Apropos Bruderschwein, ich hoffe, du bist dankbar darüber, dass ich dir die Nachtameisen vom Arsch weggehalten habe. Oh, danke. Mhm. Wäre cool, wenn du kurz auf mich warten würdest. Pass auf, jetzt gleich kommen Nachtameisen und es löst einer Bruderschwein ein. Dann lache ich mich tot, Alter. Ganz ehrlich. Du schreist doch schon förmlich danach, oder? Was ich? Nein. Nein, kein Stück. Gandalf, du hast doch 100.000 Punkte, oder? Das ist ein Penner, ey. Fenrir, eine Frage. Wo läufst du eigentlich hin, wenn wir nach Hause wollen? Nach Hause? Okay. Da ist doch unser Baum hier. Was ist mit dir los? Ach, sind da ist der Ballon. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den Ballon nicht gesehen. Und Fenrir, lass mal das Gummiband los. Hä? Du sollst das Gummiband loslassen. Du machst hier schon wieder Rubberbanding. Das ist schon wieder nicht mehr normal. Ich kann nicht dafür. Das war meine Oma. Ach. Ja. Ach, guck mal da. Moin! Ach nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf, das auszuprobieren. Ey, ich bin die falsche Dings hochgelaufen. Das ist eigentlich alles. Mhm. Die falsche Wurzel bin ich hochgelaufen. Aua! Entschuldigung, wollte die Ameise treffen. Genau, und deswegen triffst du mich schon wieder mal in den Arsch. Ja. Bist du da eh schon rot? Ich will hier weg. Ich will hier sowas von weg. Blablabla. Gagajül? Nein! Es kommt ja wieder mit Gagajül! Zu weckeln! Ah, oh, Alter! Was? Er macht genau komische Dinge. Genau das meinte ich vorhin, Fenrir. Ich bin zu fett! Ja. Oh, jetzt bin ich ganz unten. Ach, leck mich doch am Arsch. Inarsch. Ich gehe jetzt. Tschüss. Oh, ich schlaf draußen. Okay. Kannst die alte Base noch nehmen, wenn du willst. Da ist noch ein Bett. Jo. Ich bin gleich da. So weit ist es ja nicht. Nein, nein. Bis wir da sind, ist die halbe Nacht rum. Ich meine, klar, für einen Menschen ist es bloß ein Meter. Für uns ist es die halbe Nacht. Kafka, vielen lieben Dank für deinen Resub im dritten Monat. Dankeschön. Und passend dazu beantworte ich jetzt eine Frage, Kafka. Ja, du wurdest auch geklaut. Was? Leute, macht das mit dem Rauchen nicht nach. Sowieso ungesund und teuer. Und ich habe extra nicht rauchen, niemand. Sorry, Fenrir, mein Großkönig. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was du zu mir gesagt hast. Ich habe gesagt, du hast doch 100.000 Kanalpunkte, oder? Also über 100.000. Mittlerweile wahrscheinlich schon 140 oder so. Gandalf ist halt völlig durchgedreht, ne? Ich hatte eben gesagt, so Robin hat gemeint, so kannst du mal Danke sagen, weil ich hier die Nachtameisen vom Arsch gehalten habe. Und da habe ich nur gesagt, naja, ich mache dann den nächsten Tod, es sei denn, es kommt Bruderschwein. Lass mich mal raten. Auf dem Marktplatz sind Käsetoast verteilt, yippie. So, Kafka, danke dir für dein verschenktes Abo an den Sergei, an den Dark Raven. Oh, er hat hier unten die Werkbänke weggemacht, nice. Ja. Oh, wollen wir pennen gehen schnell? Ja. Eierbubu. Flug, ich auch. Nur noch 5 Minuten. Ab ins Bett. Mann, ich will aber noch, ich will Zähne noch putzen, pullern, ab ins Bett. Oh, nein, gib gleich. Komme. Gib deinen Arsch voll. Mit dem Speer, Junge. Mann, ich komme ja schon. 110.000 Kanalpunkte, Junge. Ja, doch. Alter Verwalter. Ich habe gestern bei Aderhaus erstmal 31.000 Kanalpunkte gewonnen. Stimmt, Kanalpunkte wetten hatte ich schon lange nicht mehr. Alter, jetzt habe ich hier kaum mit zu Hause, habe ich wieder so. Also auf dem Monitor, aber diesmal Streifen. Der hat ja hier diese zwei Moderatoren, Lagnar Loki und den, na wie heißt er? Ach! Van Hinnen-Fan, ja. Und von Hinten-Fan? Van Hinnen-Fan, ja, heißt der. Ich hab sowas Ähnliches verstanden, ich wollte es aber jetzt mal nicht so ausführen. Also ist er ein Fan von dir oder was? Weiß ich doch nicht. Ist mir auch Wurst, ob der meinen Arsch mag oder nicht. Alles so überhaupt gar keinen Zweck mehr mit euch. Sag mal, was ist das denn? Kai ist verweichlicht, oder? Das gibt's doch gar nicht. Nein, ich schäme mich für euch. Nee, du musst bedenken, er hat so viele neue Zuschauer wie er nicht und er schämt sich jetzt fremd, jetzt auf einmal, weißt du? Vorher ja. Die Monate war es ihm scheißegal, da hat er Spaß mit uns gehabt und hat noch die derbsten Sprüche rausgehauen. Und kaum hat er einen Follower mehr als wir,
ist er auf einmal etwas Besseres. Ah, sag mal. Na, der hat nicht mehr Follower wie du. Der hat aber Micha da hingeholt, der Drecksack. Ja, eben. Der vermaledeite Hund. Ja, Entschuldigung, was kann ich denn dafür, wenn die Zuschauer Qualitätscontent erkannt haben? Aber Qualität muss jetzt in die Küche. Hier ist Küche. Wenn ich Qualität will, esse ich kein Nutella. So. Michi, was los? Ich hier völlig ab. Warum? Ja, weil ich das gerade gesagt habe. Ach du Scheiße, jetzt dreht er durch. Oh, Sturm. Oh Mann, jetzt wenn ich weiterbauen will, muss der Scheißwetter hier umschlagen. Kerle. Er steht schon die ganze Zeit da, bring dich in Sicherheit, weißt du? Er, Aber normalerweise geht da immer noch was. Ja, ja, genau, geht noch. Er geht noch. Hier, grüß dich. Wow. Du bist für ein Mimimi, da kriegst du ein Mimimi. Es knattert, es rattert. Schön, hier sieht's ja gut aus. Leute, ich bin gerade kurz vom Abnibbeln und weiß nicht wieso. Hunger? Hunger? komm Essen? Her! Ja, komm Essen? Her! Komm zu mir! Oh. Wo? Ist mir beim Bauen Tatsache auch schon passiert, dass ich einfach tot umgefallen bin. Gib, gib! Ja, liegt da schon da? Wo? Vor dir auf dem Boden! Nimm's! Wo ist es? Alter! Wie klappt war's? Ein Lebenspunkt, zwei Lebenspunkt? Da wie er da steht, ey! Voll unterernährt, weißt du? Voll am Arsch, der Typ! Aber das Gute ist, sowohl, ja, also geil, sowohl die Rea sagen, als auch Kafka haben Bauchschmerzen jetzt vor Lachen. Du musst bei allem Bauen auch mal was essen, Junge. Ja, Entschuldigung, wenn du mal so im Flow bist, ne? Ja, das ist mir aber auch, ich bin einfach tot umgefallen. Ich hab's noch nicht mal gemerkt, dass das Herz klopft, weißt du? Vor allem, man ist es ja noch von Wahlheim gewohnt, ne? Ja, ist ja nicht so, dass das jetzt so was völlig Neues wäre, ne? Ja. Nee, ich meine, bei Wahlheim konntest du ja nicht verhungern. Du hast halt nur Low Level gehabt. Ja. Ja. Und kaum sind wir daheim, fängt das alte Problem wieder an. Wo kommt was hin? Aber hier, Kai, wir hatten auch Spaß gehabt am Mittwoch. In Wahlheim. Ja, das glaube ich. Das war auch lustig. Ich weiß nicht, hier ist Kreisenkrieger da. Der war, glaube ich, stramm wie ein Ochse. Oh, Feier. Das war so geil. Vor allen Dingen, weißt du, alles so am Bauen, er läuft rum, sitzt da mal, liegt im Bett. Weißt du? Voll lustig, so geil. Vor allen Dingen dann so, wird dunkel und wir alle so, lass mal schlafen gehen. Er so, erster, er lag halt schon den ganzen Tag da. Voll geil. Sehr gut. So, der darin. Der spielt Wannheim, ja. Warst du mal nicht der besoffenste im Stream? Nee. Tatsache weiß man nicht. Ausnahmsweise mal. Ja. Was ja auch eher selten ist, ne? Ja. Ja, was kann ich denn dafür, wenn ihr zwei so Mumus seid, ey? Ganz ach, ehrlich. Mumus. Dafür gibt's noch eins. Was gibt's denn? Na, Mimimi. Oh. Das hören wir doch nicht. Na, ja, ihr müsst es auch nicht hören. Die Zuschauer müssen das hören. Ihr müsst es nicht hören. So, hast du schon gewusst, Kai, dass man, na, was habe ich eben gesagt, Sauerhahn farmen kann? Ja, den findet man auch. Mhm. Gut, weil haben wir letztes Mal nicht gemacht. Robin hat es nicht gewusst und den haben wir eben gefarmt. Was haltet ihr davon, wenn wir mal nach Hedderich suchen gehen? Ja, super. Können wir machen. Ja, super. Ja, also ich finde das echt noch viel wichtiger jetzt, dass wir endlich mal hier den Chaos und dieses Truhengelärsch kriegen. Robin, wollen wir beide mal los? Na, ich dachte, ja, ich kann jetzt mitkommen, so klang das, ne? Ja, ja, ich wollte mitkommen. Ja. Ah, okay, dann cool. Dann lass mich nur noch kurz so gut es geht die Kisten leer machen, Inventar leer machen hier. Da kann einer was zu essen mitnehmen. Du bist so schwächlich, war, kannst du nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen, genau. Kann einer ein Big Mac einpacken, bitte? Danke. Ich würde nur kurz auch nochmal kleine Pipi-Pause machen, tun wollen. Wärmen. Ja, lass ruhig laufen, kein Problem. Ja, mach mal. Achso, ja, was zu essen wäre nicht schlecht, ne? Ich habe nur noch fünfmal Jagdwurst.
Schöne Fleischplatte, lecker. Schöne Jachtwurst. Schätzelein. So, dann ist bei, ich würde ja gerne sagen, StuhrTV, aber ich glaube, ich lasse einfach laufen, was hier die Jungs so erzählen, oder? Was? Lecker, lecker. Ich mache lieber StuhrTV. Kann ich mehr erzählen? Ja, geh. So. Dann.